weiß ich ja, geschädigt, wenn ich über so ein Thema fasel. Aber das muss man halt mal ansprechen, weil es gibt ja viele YouTuber, also es gibt wirklich viele YouTuber, die laden irgendwie Videos hoch, total schlecht, nur damit sie Abos kriegen und Geld verdienen. Alter, wie zum wievielten Mal bin ich da jetzt runtergefallen? Egal. Also es gibt ja viele YouTuber, die legen keinen Wert darauf, dass das Video cool ist oder dass die Zuschauer Spaß haben, Hauptsache sie verdienen Geld. Also ich habe da, es gibt sehr viele YouTuber, ich habe sehr viele YouTuber, wie oft habe ich das jetzt gesagt? Also es gibt sehr viele YouTuber, die zum Beispiel laden sich irgendwie ein Video von einem anderen YouTuber runter und laden das auf ihren Kanal hoch. Meistens ist es auch ein sehr berühmtes Video, ich sag zum Beispiel Epic Rappers of History, da sehe ich mindestens 1000 Kopien bei den verwandten Videos von den Epic Rappers of History Videos, die alle von Nice Peter oder ERB, wie dieser Kanal auch heißt, kopiert wurde. Das kann jeder einfach kopieren und hochladen und damit Geld verdienen. Das ist leichtestes der Welt, aber das ist unehrenhaft. Das sollte man echt nicht tun. Man sollte ja sein Geld irgendwie ehrenhaft verdienen. Also ist meine Meinung. Aber ständig nur die gleichen Videos von einem anderen YouTuber kopieren, das ist erbärmlich. Das kann man nicht anders sagen. Da kann man sich genauso gut von der Klippe schmeißen und sagen, hey, mein Leben hat nichts wert, ich kopiere YouTube-Videos. Also das ist meine Meinung nach. Oh, wir haben volles Inventory. Okay, jetzt müssen wir irgendwas abschmeißen. Komm, ich mache jetzt mal hier daraus eine große, genauso. Verdammt, jetzt habe ich Cobblestone. Ich will die Mossstones. Die Cobblestones sind mir doch nicht so wichtig. So. Die Mossstones sind das Wichtigste. Gut, wenn die jetzt verschwunden wären, dann wäre ich sehr, sehr traurig. Und warum laggt es jetzt auf einmal so? Ich will nicht, dass es laggt. Hör auf zu laggen, Spiel. Was habe ich dir getan? Ich habe doch nur ein paar Creeper umgebracht. Ja, ist es nicht. Wahrscheinlich haben ein paar Creeper das Spiel programmiert. Mojang besteht aus Creepern. Ach, komm schon, Mojang. Ich habe sie so gemeint. Ich nehme alles zurück, was ich über Creeper und Mojang gesagt habe. Tut mir leid. Aber bitte hör auf zu laggen. Nein. Jetzt falle ich wieder runter. Oder auch nicht? Okay, ich muss mal kurz wieder die Aufnahme stoppen, weil es gerade leckt. Okay, ich hoffe, ja gut, es hat sich wieder gefangen. Sehr schön, ich glaube, ich brauche jetzt hier eine Truhe. Oh Gott, ich kann das gar nicht alles mitschleppen. Ich glaube, ich muss zurück. Aber ich will hier nicht zurück. Ich will hier noch alles einsammeln. Ach, wisst ihr was, gehen wir zurück. Dann beende ich auch den Part, weil nicht, dass es zu lang wird. Weil je länger der Part wird, desto mehr Nerven kostet mich der Part, mich das Ganze zum Rendern. So, hier ist das Creeper-Loch, das zeigt mir, dass ich hier lang muss. Weil wir kamen ja von hier, dort haben wir ja diesen Tempel gesehen. Ich hoffe, wir finden ihn wieder. Es war eigentlich gar nicht so dumm, dass ich den von unten abgebaut habe, weil hätte ich den jetzt von oben abgebaut, würden wir den schlechter wiederfinden. Na gut, also wie gesagt, ich laufe jetzt zurück nach Hause. Mit den Monsters, die wir gerade haben. Wir können irgendwann mal wieder zurückkommen, wenn wir Lust drauf haben. Dieser Ort da hinten sieht auch ziemlich interessant aus. Mit einer Birke im Hintergrund. Ah, KFC! 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 Einmal zum Mitnehmen, bitte! Na, ah, es ist was? Es ist wässrig. Das Hühnchen. Ich frag mich, wie Oktopusfleisch schmeckt. So ein paar Tintenfischringe, ein paar Kalamaris. Lecker, lecker. Ah, KFC! Ja. Okay. Vielleicht sollte man eine Farm aufmachen und dann alle Hühnchen mit dem Schwert nacheinander killen. Die wo schlüpfen. Nicht diese Musik. Wo sind wir? Was ist hier los? Ich bin hier zu weit weg. Finden wir wieder heim?
Wo ist unser Zuhause? Was ist da hinten? Ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Ich vermisse mein altes Zuhause. Mit den Schafen, den Kühen und den Schweinen und meinen Hunden. Ich habe mich entschieden, ein neues Abenteuer zu starten. Und genau das werde ich jetzt durchziehen. Doch es gibt überall böse Kreaturen. Hinter jeden Ecken. Überall könnten sie sein. Verdammter Leck! Jetzt nicht, bei diesem epischen Moment, bitte nicht! Okay, wieder stoppen. Hallöchen, hier bin ich wieder. Bitte, hinter diesem Berg soll mein Zuhause sein. Dem ist leider nicht so. Aber ich ziehe weiter von dannen. Irgendwann werde ich ein Schaf finden. Und wenn nicht, dann werde ich halt nie wieder ein Auge zumachen können. Weil mir die Wolle für ein Bett fehlt. Kill sie! Da ist unser Boot, das uns damals hergebracht hat. In diese neue Welt. Kill sie! Oh, verschwunden. Ja. Neue Welt. Und die Sonne geht mal wieder unter. Lässt uns immer im Stich. Dann kommen die Monster und nutzen die Gelegenheit, um uns abzuschlachten. Hier ist wieder diese Höhle, wo wir reingefallen sind, wo wir damals die neue Welt betreten haben. Mit glücklichen Füßen. Mit glücklichen Füßen? Was rede ich für ein Scheiß? Egal, mit glücklichen Füßen. Damals sahen mir die ganzen Kühe. Ich habe mich geschworen, keine von diesen Kühen umzubringen. Und genau das werde ich auch tun. Hier ist unser Haus. Wir sind wieder da. Hurra! Aber ohne ein Schaf ist die Freude nur halb so schön. Mir fehlen die Schafe. Ich will ein paar Schafe wieder umarmen, mit ihnen kuscheln, mit ihnen im Stall spielen. Eines Tages werde ich es wieder machen können. Eines Tages. Und damit bis zum nächsten Part. Ciao! So, willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. In diesem Part möchte ich, wenn es geht und wenn wir es schaffen, das Haus fertig bauen. Soweit wie es geht, halt nur das Grundgerüst. Wir können es ja wie gesagt noch erweitern. Zunächst brauchen wir noch ein paar Steine. Die können wir uns gleich holen. Oh Gott, aber zunächst müssen wir unser Zeug von der Erkundung ablegen. Oh Gott, wir haben jetzt schon ganz schön viel Krempel, sehe ich gerade. Verdammt! Ich glaube, ich baue mir eine neue Truhe. Ich glaube, wir haben sogar noch zwei von der Pyramide. Ne, Quatsch, von dem Tempel. Und zwar baue ich das jetzt so hin, einfach mal so in die Wand rein. Weil hier später ja noch ein Laminat oder sowas hinkommt. Oder wenn wir vielleicht, wenn wir Schafe finden, vielleicht ein bisschen, vielleicht Wolle. Aber nur vielleicht. Gut, alles rein. Moment, die Pflastersteine, die könnte ich eigentlich brennen, ne? Da müsste ich jetzt nicht extra welche farmen gehen. Okay, dann tun wir sie gleich brennen lassen, die Steine. Haben wir denn Kohle? Nein, natürlich nicht. Gott, ich habe nie Kohle. Was, wir haben keine Kohle mehr? Das kann doch nicht sein. Wir haben doch genug aus der Höhle mitgenommen, soweit ich weiß, oder? Ich glaube, es ist nicht das... Wir haben keine Kohle mehr. Alter, was geht hier ab? Wir haben keine Kohle. Ich will Kohle, verdammt. Ich bin jetzt ziemlich geschockt, dass wir keine Kohle mehr haben.
Verdammt, ich muss wieder in die Höhle rein. Ich will aber jetzt nicht. Ich will jetzt nicht in die Höhle. Da habe ich jetzt keinen Nerv dafür. Ich wollte jetzt eigentlich mein Haus aufbauen, aber dann sehe ich, wir haben keine Kohle. Ach, wisst ihr was, ich nehme jetzt Holz. Scheiß doch drauf. So, ich werde nicht in die Höhle gehen. Vielleicht im nächsten Part, wenn ich Lust habe. So. So viel Steine brauchen wir jetzt auch nicht für das Haus, also von daher. Gut, während das Holz jetzt brennt, können wir vielleicht uns auf den Weg machen, ein paar Schafe zu finden. Habe ich mir vorgenommen. Muh. Hey, geh weg von meinem Feld, blöde Kuh. Runter da. Geh da weg. Nein, nee, weg von den Kartoffeln oder Karotten, whatever. Du. Ich will dich nicht schlagen. Aber geh weg. So, geh baden. Hier. Geh weg. Weg von meinem Feld. Noch eine. Geht weg. Sorry, Kuh. Na, ich töte dich jetzt, obwohl ich geschworen habe, keine Kuh zu töten. Danke für dein Steak. Blöde Kuh. Die Kuh hat mich bedroht. Die wollte hier auf mein Feld springen. Das ist der Grund, warum ich sie jetzt töten musste. Das war keine Kuh, das war ein Creeper. Und die auch. Was schwimmt denn da hinten eigentlich? Bitte lass es ein Schaf sein. Na nee, nur ein Squirtle. Squirtle! Da hinten ist Land, sehe ich gerade. Okay, ich glaube, ich gehe dorthin später. Oder jetzt, wie auch immer. Zunächst brauche ich noch eine Schere. Die habe ich vergessen mitzunehmen. Und dann suchen wir ein paar Schafe. Ich habe auch ein bisschen Erde dabei, damit wir unseren Weg markieren können. Und übrigens ist das Texture Pack jetzt wieder gefixt worden. Das Holz ist jetzt nicht mehr blau. So, wo ist denn die Schere jetzt eigentlich? Wahrscheinlich im Haus. Super. Natürlich, da bin ich hier völlig aus dem Häuschen. Ein paar Fackeln mitzunehmen schadet bestimmt auch nicht. Ja, ich glaube, das reicht eigentlich fürs Erste. So. Jetzt mache ich mich auf den Weg und suche ein paar Schafe. Natürlich mache ich die Monster an, ist doch klar. So. Jetzt leckt es ein bisschen, weil die Monster jetzt spawnen. Okay. Die Welt ist jetzt wieder schön gefährlich, so wie ich es mag. Oder auch nicht mag, je nachdem. Man kann sich drüber streiten. Ja, genau dort hinten. Aber ich glaube, ich sollte lieber am Strand entlang gehen, damit ich die Markierungen setzen kann, weil mitten auf dem Wasser die Markierungen nicht zu setzen, das wäre ein bisschen blöd. Also gut, dann laufe ich mal wieder am Strand entlang. Juhu. Wobei, wenn ich da hinten bin, dann sehe ich eigentlich das Haus schon aus der Entfernung. Oder? Skeletti. Ich leg mich jetzt nicht mit denen an. Rein aus Prinzip gehe ich da jetzt hin. Ihr verdammten Monster. Moment, ich mach die Musik ein bisschen lauter. So, ich hoffe, die ist nicht zu laut. Im letzten Part war die, glaube ich, ein bisschen zu laut am Anfang. Aber so schlimm ist es auch nicht. Ein bisschen epische Musik ist jetzt angesagt. Enderman in der Dunkelheit. Dunkelheit? Hallo? Dunkelheit? Ja, das war's wohl mit der Dunkelheit. Na komm mal her. Oh, scheiße, jetzt habe ich die Zweige aktiviert. Verdammt. Lalala. Gleich verschwindest du. Ich kenne dich. Ich kenne dich besser als du dich selbst. Jetzt ist er wieder friedlich. Aber der andere ist immer noch angepisst. Na gut, dann verspotten wir den noch weiterhin. Hey du, deine Mutter stinkt. Verdammt, jetzt blendet mich das Ganze so sehr. Haha. Ist der immer noch wütend? Ich sehe es nicht, weil es mich ein bisschen blendet jetzt gerade.
Egal, ich wage mich jetzt aufs Land. Oh, ist wieder normal. Juhu. Leg es zurück, Timmy. Gut, es sind ein paar Monster gedespawnt. Ich glaube, hier platziere ich einen Block. Oder zwei, je nachdem. Irgendwie ist das alles so hell, kann das sein? Oder bilde ich es mir nur ein? Ich bilde es mir wahrscheinlich nur ein, ne? Das hat man doch gerade, das Lied. Verdammt, ich habe eine Dauerschleife drin. So, jetzt. Immer noch keine Schafe. Ich sehe weiterhin nur ein paar Kühe. Das kann nicht sein. Wo sind die Schafe hierhin? Wo sind die? Langsam zweifle ich, dass es hier ein paar Schafe gibt. Verdammt, hier. So, ich glaube, das sollte eine gut deutliche Markierung sein. Kühe, Kühe, nur Kühe hier, ich glaub's nicht. Hier ein paar Seeds.